Aufgrund der zahlreichen Nachfragen, die uns auf Instagram und allen anderen Social-Media-Kanälen erreicht haben, die immer wieder gefragt haben, wie putzt Andreas Kreuzer eigentlich seine Pferde, wie sehen die so aus, wie sie dann aussehen, haben uns jetzt dann doch heute dazu entschieden, das mal alles hier zu erläutern. Geschmäcker sind verschieden, aber ich bin mit dieser Putzmethode über Jahre sehr erfolgreich unterwegs gewesen im Putzbereich. Hiermit erstmal etwas aufrauen. Schöner Nebeneffekt ist natürlich auch ein bisschen eine Massage für das Pferd, ein bisschen ein Zusammenkommen mit dem Pferd. Ne, gerade Concordia, die mag das auch. Und jetzt habe ich folgenden Vorteil: Dadurch, dass ich hinten angefangen habe, kann ich vorne wieder anfangen, das Fell praktisch wieder glatt zu ziehen und alles, was ich von unten jetzt nach oben geholt habe, runter zu bürsten. Und somit habe ich das Pferd schon mal porentief rein. So, jetzt haben wir das Thema schon mal abgehakt. Jetzt würde ich mich um den Kopf kümmern. Leg vielleicht eine Hand hier vorne schon mal rauf, damit das Pferd schon mal merkt, dass nichts passiert. Viele Pferde sind auch hier hinter den Ohren etwas empfindlich, aber das sind ja gerade die Stellen nachher, wo auch die Trense liegt, wo der Schweiß ist. Und da müssen wir ganz besonders sorgfältig sein. Ne? Im Detail hier, ne? Arbeiten wir. Gerade hier mit der weichen Bürste, deswegen habe ich die genommen. Das stört das Pferd überhaupt nicht, ist eher angenehm. Kann ich dann hier auch den Schmutz aus den Nüstern nehmen. Und wenn ich dann mal so eine Stelle gefunden habe, wo es den Pferden besonders gefällt, dann kann man da auch mal ein bisschen länger drauf bleiben und hat noch eine schöne Kuscheleinheit für die Pferde. So, jetzt ganz schwieriges Thema ist die Mähne und der Schweif. Halt, ganz wichtig, die eine Hand hier halten, damit wir nicht zu viele Haare rausziehen und erstmal nur unten das letzte Stück nehmen. Fangen ganz vorsichtig an. Wenn wir da gut durchgekommen sind, dann nehmen wir das nächste Stück dazu. Und wie man sieht, sieht man nichts. Das heißt, wir haben vorsichtig und gut vorbereitet gearbeitet. Das heißt, keine Haare bleiben in der Bürste und das ist unser Ziel. Jetzt machen wir den Feinschliff. Dazu nehme ich ganz gerne hier so ein Ding. Damit nehmen wir nochmal den letzten Staub und die letzten Partikel nochmal weg, damit wir auch den Glanz reinkriegen. Der letzte Check, ob ich wirklich gut gearbeitet ist. Das Pferd ist super sauber. Ja, haben wir gecheckt. Die Jacke ist sehr dreckig, also haben wir alles richtig gemacht.